Gut, herzlich willkommen und hallo heute aus meinem Büro. Und zwar das Ziel dieses heutigen Videos ist es eigentlich, Ihnen die Sezieranleitung etwas näher zu bringen. Sprich, wir gehen das jetzt hier gemeinsam durch an diesem Setup. Ich kontrolliere nur noch schnell, ob man mehr oder weniger hoffentlich alles gut erkennen kann. Okay, prinzipiell, ich lese Ihnen jetzt nicht alles vor, ist es so, dass wir uns eigentlich im Sezierkurs schon relativ viel überlegt haben, prinzipiell eigentlich dann auch ich, und zwar im Unterschied zu allen anderen Praktika, die Sie eigentlich an der Medizinischen Universität in Innsbruck durchführen, werden Sie hier schon relativ früh im zweiten Jahr mit einem Lernsystem konfrontiert und auch mit einem Kompetenzensystem, das Sie in meinen Augen für die Zukunft brauchen und das extrem relevant ist. Und dieses System, das ist das sogenannte CanMed-System, und dieses System definiert eben verschiedene Rollen, die einen modernen Arzt ausmachen. Das wäre dann dieser sogenannte Medical Expert, und um ein Medical Expert zu werden, gibt es eben unterschiedliche Rollen, insgesamt 6 an der Zahl. Und um ein guter oder ein super toller Arzt zu werden, müssen Sie eben jede einzelne von diesen Rollen, also Scholar, Professional, Communicator, Collaborator, Leader und ein Health Advocate sein, dann sind Sie ein super toller Arzt oder eine super tolle Ärztin. Und um Ihnen, weil eigentlich diesen Medical Expert oder diesen zumindest in der Theorie oder am Papier perfekten Arzt, den können Sie klarerweise erst erreichen, wenn Sie mit Ihrem Studium fertig sind. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, im Sezierkurs hier in Innsbruck, soweit ich informiert bin, ist das weltweit einzigartig. Also da dürfen Sie schon auch, nicht nur ich, ein bisschen stolz darauf sein. Und wie soll das jetzt gehen? Damit Sie diese einzelnen Rollen erfüllen, haben wir uns eben überlegt, dass Sie gewisse Besonderheiten im Sezierkurs durchführen müssen, beziehungsweise gewisse Besonderheiten hier auch von Ihnen verlangt werden. Das heißt, da kommt dann schon, das können Sie sich klarerweise selber durchlesen, aber ich zeige Ihnen jetzt mal direkt den Aufbau. Da muss ich jetzt meine toll ausgedruckten 3 Seiten doch einmal ein bisschen falten. Ich hoffe, es raschelt da nicht zu viel am Mikrofon, aber ist ja kein Problem. Das heißt, Sie haben einmal 3 Säulen im Sezierkurs. Und zwar zuerst nur kurz, das Ethikseminar ist ein fakultatives Wahlfach. Das Säulen können Sie gerne besuchen. Das macht der Kollege Blumer und andere Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik. Ansonsten eben die 3 großen Säulen des Sezierkurses sind einmal Applied Anatomy, also angewandte Anatomie, und das, was besteht Applied Anatomy aus insgesamt heuer zumindest 4 Prüfungen, die Sie alle erfolgreich bestehen müssen, und diese Prüfungen führen Sie alleine durch. Das heißt, in diesen Prüfungen werden unterschiedliche Rollen von diesem CanMed-System verlangt von Ihnen. Prinzipiell sollten Sie hier eben gelernt haben, also hauptsächlich die Rolle des Scholars erfüllen, dass Sie hier zeigen müssen und zeigen sollen, dass Sie Ihr Wissen auch anwenden können und auch dementsprechend vor dem Prüfer oder der Prüferin artikulieren müssen. Und dann die 2. Säule ist das sogenannte Dissection Project, also einfach die Präparation an den Körperspenderinnen und Körperspendern. Und hier kommt schon die erste Besonderheit. Hier steht nicht umsonst gemeinsam von der Früh- und der Spätgruppe. Was heißt das konkret? Sie präparieren zwar teilweise alleine, also klarerweise mit den Kolleginnen und Kollegen im Saal, aber diese Präparieraufgaben, die erledigen Sie gemeinsam. Da gibt es dann Teams, die Sie bilden müssen, über die Früh- und Spätgruppe hinweg. Das heißt, nicht nur Sie alleine in der Frühgruppe machen das, sondern mit der Spätgruppe gemeinsam, und die werden gemeinsam erfüllt. Sie sehen, ich wiederhole mich hier gefühlt 1000 Mal, aber das müssen die Leute
sie insbesondere verstehen. Und dann eben auch werden diese Aufgaben gemeinsam bewertet. Diese Aufgaben werden gemeinsam bewertet. Jetzt werden alle aufschreien und sagen, ah, ist das unfair und schlimm, oh mein Gott, wie kann das sein, dass ich, wenn ich so super toll präpariere und die anderen oder die anderen in der Spätgruppe oder umgekehrt in der Frühgruppe, die schneiden mir alles weg und es ist so ungerecht, dass ich da nicht für meine hervorragenden Leistungen alleine bewertet werde. Nein, das hat schon einen spezifischen Grund. Da geht es hier wieder um diese Kann-Mit-Rollen und zwar um was geht es? Sie sollen im zweiten Jahr ihres Studiums schon lernen, dass sie nicht alleine arbeiten, dass sie zusammen arbeiten müssen. Das ist auch später in der Klinik, in der Praxis, wo auch immer sie hingehen, wird es immer so sein. Sie werden seltenst alleine arbeiten. Sie werden immer Kolleginnen und Kollegen, entweder aus der Medizin an Berufen, also Ordinationsassistenten, Krankenschwestern, wen auch immer haben, der ihnen bei ihrer Arbeit hilft und das sie ja unbedingt brauchen. Und sie sollen hier eben im Sezierkurs hier in Innsbruck schon lernen, damit umzugehen. Deswegen gemeinsam und auch gemeinsam bewertet. Weil dann können sie nicht anfangen zu sagen, ja eben, die in der Spätgruppe, die schneiden alles weg und das ist mir dann egal, weil es berührt mich ja nicht, weil okay, da lache ich die anderen aus, weil ich da besser bin oder schlechter bin, sondern sie sollen hier professionelle Kommunikation lernen, wo wir schon wieder bei den Kann-Mit-Systemen sind, und zwar in der Rolle von Communicator, damit sie eben lernen, in einer gewissen professionellen Art und Weise miteinander umzugehen. Da können sie jetzt nicht dann herumschreien und sich dann spätnachts treffen und den anderen da verprügeln, nur weil er eine Struktur abgeschnitten hat oder sich dann irgendwelche Hate online produzieren, indem sie auf WhatsApp sich irgendwelche Hassnachrichten schreiben, sondern sie werden, wenn jemand jetzt besser oder umgekehrt oder wenn sie schlechter sind, wie jemand anderer, müssen sie lernen, einen Weg finden, diese Aufgaben eben gemeinsam zu erfüllen, weil sie müssen dann auch jede Woche beim Dissection Project sich eine neue Region aussuchen, das müssen sie, steht in der Anleitung drin, ist nicht freiwillig, sondern sie müssen jede Woche die Region wechseln, damit sie dann auch eben immer wieder mit neuen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und eben das weiter vertiefen, damit sie eben einen Umgang, einen richtigen Umgang miteinander lernen, weil das brauchen sie später im Berufsleben viel, viel mehr eigentlich wie nur ihr theoretisches Wissen, weil gewisse Kleinigkeiten oder gewisse Dinge können sie ja immer nachschauen oder nachschlagen, sei es in ihrem Handy auf einer App oder im Internet oder in einem Buch oder wo auch immer oder jemanden fragen, aber die Kommunikation miteinander, damit ein positives Arbeitsklima entsteht, das müssen sie lernen und auch das müssen sie im Studium lernen, also sogenannte Soft Skills. Und ich finde, auch wenn es von vielen abgelehnt wird, beziehungsweise von vielen gar nicht mal verstanden wird, was der Grund und Zweck dahinter ist, weil alle beklagen sich gerne über eben, ich werde ungerecht behandelt und gemeinsam bewertet und so ein Unsinn. Nein, nein, es geht hier darum, gerade deswegen werden sie gemeinsam bewertet, weil je nachdem, wie umso besser sie zusammenarbeiten, umso eine bessere Note werden sie kriegen, weil man das hier sieht. Sie können hier, wenn sie etwas, ihre gute Teamarbeit manifestiert sich an einem guten Präparat. Wenn sie jetzt besser präparieren wie jemand anderer, dann müssen sie hergehen und den unterstützen, damit das Präparat insgesamt besser wird. Und ich finde, das Wertvollste, das sie im Leben mitnehmen können, nicht nur das Wissen über die Anatomie und diese unumgängliche und unersetzbare Erfahrung an einem Körperspender oder einer Körperspenderin zu arbeiten, sondern auch diese soziale Kompetenzen, die sie hier eben erreichen. Und dann gibt es die dritte Basis eben, nehmen wir mal eine andere Farbe, nehmen wir einen schönen Gelb, das man dann wahrscheinlich ja gar nicht mal in der Kamera sehen kann, aber egal. Es ist Team-Based Learning, hier müssen sie eben gemeinsam eben so ein Portfolio zusammenstellen, das wird dann auch wieder von Früh- und Spätgruppe gemeinsam, also Sie sehen hier schon Teamarbeit, Teamarbeit, Teamarbeit ist das Wichtigste hier auf der Anatomie und da müssen Sie eben eine Übersicht über den Körperspender oder den Körperspenderin oder Körperspender verfassen, 4-mal ausgewählte Themata müssen da drin sein im Portfolio und 2-mal eine persönliche Reflexion über das Modul, also wie es Ihnen gefallen hat und dann zum Schluss ein Resümee des Moduls und 1-mal eine sogenannte Leichenbeschreibung ausfüllen, aber das werden wir dann noch im Detail
uns genauer anschauen. Gut, fahren wir fort mit der Applied Anatomy. Gehen wir schön der Reihe nach durch. Ich werde das, wie schon vorher angekündigt, nicht alles vorlesen. Hier ist das Wichtigste für Sie prinzipiell die Bestehensgrenze. 16 Punkte müssen Sie insgesamt erreichen. Sollten Sie das am Ende vom Kurs nicht erreichen, tut es uns leider leid. Da sehen wir uns nächstes Jahr dann noch einmal im Sezierkurs. Prinzipiell laufen diese vier Prüfungen, diese vier Assessments immer gleich ab. Und zwar beginnen die Fragen immer mit einem Zeigen Sie. Zeigen, zeigen, zeigen. Nicht benennen Sie, sondern zeigen Sie. Da gibt es auch viele, die den Unterschied noch nicht verstanden haben, aber es macht einen großen Unterschied, ob ich Ihnen was zeige, keine Ahnung, nehmen wir da den Nervus Hypoglossus, weil dann erkennen Sie auf Glück oder nach Verlust, sage ich jetzt mal. Das heißt, Sie wissen ungefähr, wie die Region ausschaut, und wenn ich Ihnen was zeige, dann haben Sie eine gewisse Möglichkeit zu raten. Wenn Sie dann das Bild im Kopf haben, von einem Buch zum Beispiel oder vom Studieren, dann tun Sie sich da viel leichter. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich Ihnen eine Struktur, die ich Ihnen zeige, Sie diese benennen müssen, oder ob Sie selbst an das Präparat hingehen und dort mir etwas zeigen, weil da müssen Sie schon viel mehr auskennen. Und das ist eine andere Stufe des Lernens. Das verstehen auch viele nicht. Viele Menschen glauben, es macht keinen Unterschied, ob ich etwas zeigen muss, also ob ich Ihnen, also umgekehrt Sie mir was zeigen müssen, oder ob Sie nur was benennen müssen. Deswegen, ich lehne ja persönlich diese Fähnchenprüfungen, die gibt es ja an anderen Universitäten, leider Gottes, lehne ich ja vollständig ab, weil das sind Dinge, die können Sie auswendig lernen. Wenn Sie mir aber an einem spezifischen Präparat konkret etwas zeigen müssen, dann müssen Sie schon viel mehr Ihr Gehirn einschalten, als wie umgekehrt. Und dann, wenn Sie das richtig gemacht haben, bekommen Sie noch eine theoretische Frage. An diesem Beispiel, was versorgt dieser Nerv? Der Nerv versorgt die Muskulatur der Zunge. Das reicht dann auch. Und tschüss, Baba, sind Sie dann schon auch mit Frage 1 fertig. Und deswegen auch hier dieses Bewertungsschema, an dem wir uns alle hier an der Anatomie orientieren. Es gibt eben dann maximal 3 Punkte pro Frage. Also 3 Punkte können Sie maximal erreichen. Davon ist immer eine Theorie. Und die ersten 2 Punkte werden eben vergeben. Wenn die Struktur nicht gezeigt werden kann, kriegen Sie dann sofort 0 Punkte und aus die Maus. Dann können Sie noch die zweite Frage bekommen, aber nachdem Sie mindestens 4 Punkte erreichen müssen, wird das dann nicht mehr ausreichen, um dieses Assessment positiv zu bestehen. Aber keine Angst, Sie haben dann noch eine Möglichkeit, also immer eine Möglichkeit, ein Assessment zu wiederholen. Sollten Sie es nach Hilfestellung oder angemessener Bedenkzeit schaffen, die Struktur zu zeigen, bekommen Sie dafür eben einen Punkt. Und wenn Sie dann in Folge die Theorie, wie vorher schon gesagt, richtig beantworten, sind das 2 Punkte. Und dann geht es dann zur nächsten Frage. Wenn Sie klarerweise, das sollten Sie, brav gelernt haben und brav aufgepasst haben in den Stunden, die Sie im Sezierkurs verbringen, dann sollte es auch kein Problem sein, hier die volle Punktezahl zu erreichen, und dann bekommen Sie für diese eine Frage 3 Punkte. Noch was, weil es manchmal sich Leute darüber beklagen, die Hilfestellung, die da hier drin steht, die steht nur als Ergänzung, als Bewertungshilfe. Sie haben kein Anrecht darauf, dass Ihnen jemand hilft oder Ihnen jemand einsagt, bitte. Ihr habt ja schon Beschwerden gelesen, wo es dann heißt, die Tutorin hat mir nicht eingesagt. Ich meine, das versteht sich hoffentlich doch von selbst, dass ja primär sollen Sie ja die Prüfung alleine schaffen, okay? Und dann vielleicht hier noch, hier haben Sie schön auch in der Anleitung eben die Themengebiete, die gefragt werden in den einzelnen Assessments, also in Applied Anatomy gefragt werden. Und dann gibt es immer eben einen Fragenblock. Hier Beispiel 1, Brust- und Bauchorgane, das findet eben heuer am 11. Oktober und für die zweite Tranche dann am 22. November statt. Das heißt, Sie bekommen in der Frage 1 Themenkreis, eben Organe Thorax, was weiß ich hier, Perikardhöhle, oder eine Frage zum Esophagus oder eben zum Nervus phrenicus. Dann in der zweiten Frage Organe Abdomen, irgendein Organ, Milz, Magen, Duodenum, Vene Porte, Umgehungs
Kreisläufe, alles Mögliche. Und das deckt hier eigentlich relativ gut die Anatomie dann ab, orientiert sich primär, die Prüfungsinhalte orientieren sich an den Dingen, die Sie im Sezierkurs sehen, die Sie im Sezierkurs auch präpariert haben, nicht an einen theoretischen Firlefanz, sondern wir fragen Sie Dinge, die Sie jetzt zeigen können. Deswegen, ich jedes Jahr dasselbe, die Leute fragen, was ist prüfungsrelevant. Prinzipiell ist prüfungsrelevant alles, was Sie an den Körperspendern zeigen können. Weil wenn jede Frage mit zeigen Sie mir, was weiß ich was, beginnt, muss ich klarerweise alle Strukturen, die zeigbar sind, die muss ich wissen. Nicht, wie ist die Schleimhaut im Esophagus aufgebaut. Das kann ja maximal nur eine Theoriefrage sein. Okay, also schauen Sie da, dass Sie da ein bisschen beim Lernen sich nicht verschätzen, sondern sich am Präparat orientieren und die Dinge am Präparat dann auch lernen. Und in weiterer Folge, Sie sehen hier, gibt es dann relativ viele andere tolle Prüfungen, die Sie alle bestehen können. Und dann hier vielleicht noch, dann, ich glaube, insgesamt ist das relativ klar, was in den Assessments abgefragt wird. Und ansonsten helfen wir Ihnen bei etwaigen Fragen selbstverständlich im Seziersaal gerne weiter. Zum Dissection Project, da haben wir schon, habe ich schon was dazu gesagt. Es ist wichtig eben, dass die Beurteilung gemeinsam erfolgt und Sie im Team zusammenarbeiten. Die Teams, also diese Kleingruppen, die Sie bilden, die bestehen im Regelfall zwischen 2 und 4 Personen, immer Früh- und Spätgruppe gemeinsam. Sie werden sehen, der Zeitplan der Assessments, der folgt streng von mir und vom Kollegen Hörmann aufgestellt, der folgt streng dem Präparierprogramm. Glauben Sie nicht, dass Sie das schaffen, in einer Woche genauso so aufzustellen. Sie werden überrascht sein, wie viel Zeit und Denkarbeit dahinter steckt. Und kurz noch zur Bewertung, bevor ich Ihnen etwas erkläre, wie eben wir uns das vorstellen in dieser Zusammenarbeit. Pro Dissection Project, also pro Sezierkurs Woche, haben Sie ja Ihre Aufgaben, die Sie erfüllen wollen. Und die Checkliste, die sich im Wochenprogramm befindet, dient als Grundlage für die Bewertung und Erfüllung dieser Aufgaben. Wenn Sie alle Strukturen, das sind zumeist wichtige Strukturen, auf der Checkliste erfolgreich und schön präpariert haben, dann werden Sie dementsprechend die Punkte dafür bekommen. Wenn Sie alle Strukturen der Checkliste sauber und Betonung auf sauber, nicht man sieht den Nerv auf 2 Zentimeter, sondern den vollständigen Verlauf in einer Region präpariert haben, da bekommen Sie 2 Punkte. Also Sie müssen in der Zeit bleiben, die ergibt sich ja aus der Sezieranleitung, und die Strukturen der Checkliste müssen alle sauber, vollständig präpariert sein. Da bekommen Sie 2 Punkte, nicht 3 Punkte, 2 Punkte. 3 Punkte bekommen Sie erst, wenn das Gebiet über den Erwartungen dargestellt ist. Was heißt das? Im Regelfall werden Sie sich irgendwo zwischen 1 Punkt und 2 Punkten bewegen. Es gibt auch nicht 1,5 oder 2,5 Punkte, weder 1 Punkt oder 2 Punkte. Der Durchschnittsstudent, die Masse der Studierenden bewegt sich hier und nicht hier. Okay? Weil viele glauben, oh, ich habe eine Struktur der Checkliste. Nein, wenn es nicht sauber genug oder auch zu langsam präpariert wurde, kriegen Sie irgendwo entweder 1 Punkt oder 2 Punkte. 0 Punkte sollten Sie ja nicht bekommen, das hoffe ich stark nicht. 0 Punkte kriegen Sie dann wirklich nur, wenn Sie wirklich keine Lust und keinen Bock haben, die Dinge zu machen. Sprich, wenn Sie eh schon mehr oder weniger sich mal überlegen sollten, ob Sie nicht ein anderes Studium machen wollen. Okay? Und 3 Punkte wirklich nur die Creme de la Creme, da bekommen Sie 3 Punkte. Es empfiehlt sich generell, das verrate ich Ihnen, es empfiehlt sich generell bei der Präparation, weil Sie werden ja immer beide Seiten präparieren müssen, empfiehlt es sich immer mit einer Seite anzufangen. Also in der Frühgruppe beginnen Sie mit, genau, mit der seitlichen Halsregion und die Spätgruppe, also Ihr Partner oder Ihr Partner in der Spätgruppe, präparieren dann die gleiche Seite weiter. Weil je nachdem, da haben Sie etwas Spielraum, Fehler zu machen, und dann, wenn Sie dann eine Seite eines Körperspenders präpariert haben,
dann wechseln Sie erst auf die andere Seite. Das macht Sinn, weil dann haben Sie einmal schon einen Versuch gehabt, eine vollständige Region zu präparieren und können dann die andere Seite im Regelfall viel besser und viel schneller präparieren. Das hat dann positive Auswirkungen auf die Punktevergabe. Okay, machen Sie ja nicht den Fehler zu sagen, wie beim Hals, da geht es meistens gut, also zeitlich zumindest, machen Sie ja nicht den Fehler, dass Sie sagen, ah ja, ich in der Frühgruppe präpariere links und der in der Spätgruppe präpariert rechts und dann werden wir schon irgendwie zusammenkommen, weil diese Egomanie ist weit verbreitet unter den Studierenden und auch unter den erwachsenen Medizinerinnen und Medizinern. Das sollten Sie aber nicht tun. Ich empfehle das nicht. Es ist viel besser, wenn Sie sich nicht wehren gegen die Teamarbeit, sondern diese mit offenen Armen annehmen. Ansonsten, hier den Rest können Sie, glaube ich, selber durchlesen. Das Wichtigste, was ich noch sage, feucht, feucht, feucht. Das Präparat muss und will gepflegt werden, wie auch im vorhergehenden Video schon gesagt. Wenn Sie mit der Präparation beginnen, befeuchten Sie das Präparat und mindestens zweimal während der Kurszeit und zum Abschluss des Kurses noch einmal. Das machen beide Gruppen. Keine Angst, die Flüssigkeit im Saal, die besteht nur aus Wasser und da ist weniger als 1% Phenol drin. Da ist kein Formaldehyd in dieser Flüssigkeit, damit wir eben die Arbeitsschutzwerte nicht übersteigen. Also keine Angst vor dieser Flüssigkeit, die macht gar nichts. Okay, aber wirklich das Präparat immer brav befeuchten. Das ist das Wichtigste, weil wenn das Präparat austrocknet, wird es kaputt und dann sind Ihre Mühen, Ihre Arbeit, Ihre Stunden, die Sie da hineingesteckt haben, dann völlig umsonst. Prinzipiell reparieren wir auf der Anatomie, wir sind nicht auf der Chirurgie, wir sind nicht in irgendwelchen chirurgischen Fächern weg. Sie präparieren mit einem Skalpell, im Regelfall 20er Klinge, 4er Griff, das reicht, und eine grobe anatomische Pinzette, um die Strukturen zu halten. Diese manchmal fälschlicherweise angedachte Meinung, ja, ich werde dann ein großer Chirurg und deshalb präpariere ich mit Scherenschlägen, wo ich nur das Bindegewebe verdränge, das können Sie dann machen, wenn Sie dann auf der Chirurgie sind. Das hat bei uns im Sezirkus aber prinzipiell nichts verloren, weil Sie werden merken, wenn Sie es schaffen, mit einem Skalpell, mit einem scharfen Instrumentarium und einer Pinzette in der Hand die Strukturen darzustellen, dann wird es später, sollten Sie in die Chirurgie gehen, ein leichtes sein, diese stumpfe Verdrängungspräparation durchzuführen. Und der Unterschied, weil Anatomie ist nicht Chirurgie und nicht umgekehrt, der Unterschied besteht darin, wir wollen ja die Strukturen sehen, wir wollen ja die Strukturen darstellen und nicht Bindegewebe verdrängen. Im Regelfall, meine Meinung und meine Erfahrung, ich mache das ja auch nicht erst zum ersten Mal, ist so, Leute, die zu viel stumpf reparieren, die Dinge nur verschieben, die haben prinzipiell nur Angst, etwas abzuschneiden. Warum haben sie Angst? Weil sie entweder technisch nicht gut sind oder die ihnen die Erfahrung fehlt und drittens das Schlimmste, nicht einmal die theoretische Anatomie beherrschen. Im Regelfall, sie werden selten eine Schere brauchen, höchstens um irgendwas dann noch abzuschneiden. Okay, also wirklich, glauben Sie mir das. Hunderte Leichen, keine Ahnung, es waren wahrscheinlich schon über 1000, ist ja egal, macht ja nichts. Auf jeden Fall vertrauen Sie mir da, ich weiß das. Okay, Sie werden dann auch sehen, können Sie dann selber beurteilen. Dann auch, wenn Sie mich live erleben, ob ich das auch kann und nicht nur weiß. Okay, gut, jetzt vielleicht prinzipiell noch abschließend beim Dissection Project, da gibt es ja immer am Anfang zumindest kleinere Unklarheiten. Und zwar ist es immer so, am Körperspender A ist dann irgendein Präparat im Saal, da wird Kopf, Hals, Abdomen und Thorax präpariert. Das sehen Sie hier in dieser Zeichnung. Okay? An diesem Körperspender werden die Arme und Beine nicht präpariert. Okay? Am Körperspender am daneben liegenden Tisch dafür werden die oberen Extremitäten und die unteren Extremitäten präpariert. Sind aber zwei unterschiedliche Körperspender. Das sind immer zwei Tische. Wenn das jetzt zum Beispiel Tisch Nummer 11 ist und das der Tisch Nummer 12. Und dann sind an diesem Tisch 11 drei Studierende und am Tisch 12
3 Studierende. Das heißt, in einer Gruppe, in der Frühgruppe, präparieren 3 Studierende Körperspender am Tisch 11 und andere 3 Studierende präparieren den Körperspender am Tisch 12. In der Frühgruppe zum Beispiel, also in einer Gruppe. In der Spätgruppe dasselbe. Das heißt, in der Spätgruppe gibt es nochmal 3 Menschen an jedem Tisch. Das sind dann insgesamt 12 Personen. Okay? 3 in der Frühgruppe, ein Körperspender A, plus 3 in der Frühgruppe, ein Körperspender B. Dann kommt die Spätgruppe und da sind es wieder 3. Also 6 und 6 ist dann automatisch 12. Und in Zusammenschau, also 2 Tische zusammen, 2 Leichen zusammen, ergeben dann erst einen vollständig präparierten Körperspender oder eine Körperspenderin. Okay, das heißt, sie arbeiten auch über Früh- und Spätgruppe und immer über 2 Tische hinweg zusammen. Deshalb bilden insgesamt über Früh- und Spätgruppe entsprechend 12 Studentinnen pro Dissection Project ein Team. Okay? Und sie müssen ja jede Woche wechseln. Das heißt, in der Woche 1 von mir aus präparieren sie hier am Körperspender A den Thorax und in der Woche 2 wechseln sie einen Tisch und präparieren die untere Extremität. Und so geht das dann die ganzen 6 Wochen hindurch, bis jeder hoffentlich jede Region auch einmal gesehen hat und dann immer wieder unterschiedliche Teams findet. Und im Saal selber schaut das dann ähnlich aus. Wir haben immer, es ist immer eine gerade Anzahl an Tischen im Saal und entsprechend bilden dann immer 2 Tische zusammen ein Team. Meistens so gelöst, dass eben diese Tische auch örtlich nah beieinander sind. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Prinzipiell ist auch so, was Sie wann, wie, wo, was präparieren wollen, das dürfen Sie, müssen Sie sich untereinander ausmachen. Okay? Aber ich glaube, wenn Sie dann hier noch die Beschreibungen lesen, wird das dann noch klarer sein. Ansonsten hier Team-Based Learning, da haben Sie unterschiedliche Arbeitsaufträge, die Sie verschriftlichen müssen, steht alles drinnen, ist alles eindeutig, man muss nur die Dinge auch lesen, wobei ich in den letzten Jahren bemerkt habe, ist wirklich kein Gerücht, irgendwie die Fähigkeit, sinnerfassend lesen zu können, die geht wirklich zurück. Sonst noch ein paar zu den Verhaltensregeln, wie gesagt, FFP2, Maskenpflicht. Ansonsten ist der Seziermantel geschlossen zu tragen und nicht bitte mit dem Seziermantel zum Bäcker Ruetz laufen oder ins Bugatti. Okay, der Seziermantel wird nur zum Sezieren angezogen und wandert dann wieder in ihren Spind und wird nur zur Präparation angezogen und nicht als, ich habe jetzt einen Kittel, bin ein Arzt, damit am Gelände herumlaufen. Okay? So, prinzipiell ist dann, glaube ich, auch klar, keine Handybenutzung im Seziersaal, also bitte keine TikTok- oder Instagram-Stories verfassen im Seziersaal. Das machen wir dann für Sie. Ansonsten hier die Kursbedingungen, das nochmal aufgeschlüsselt, damit Sie gut informiert sind, wie viele Punkte Sie insgesamt erreichen können. Das können Sie, glaube ich, alles selber durchlesen. Fürs Portfolio, das können Sie entweder drucken oder auch digital abgeben bei Ihrem Gruppenleiter oder Gruppenleiterin. Ist mir persönlich egal, das können Sie dann mit dem oder derjenigen ausmachen. Wichtig ist aber, da steht es ja auch, ein gemeinsames Dokument von allen 12 Studentinnen. Also wieder früh plus spät gemeinsam. Früh und spät gemeinsam. Nicht die Frühgruppe alleine, nicht die Spätgruppe alleine, sondern Sie machen ein gemeinsames Dokument, das dann auch wieder, oh Schreck, oh Graus, für alle zusammen bewertet wird. Okay, ich glaube, das sollte soweit klar sein. Hier den Spruch, Jordan Peterson, großer Fan, ich persönlich, kaufen Sie sein Buch, 12 Rules for Life, eines der besten Bücher, die Sie finden können. Sollten Sie sonst Lust haben, unter mir und dem Kollegen Hörmann
und der Direktorin dann noch später auch Anatomie zu sein. 31. Jänner 2022 können Sie sich bewerben und Ihr Wissen dann weiter vertiefen. Dann, was ich Ihnen eigentlich noch zeigen wollte, jetzt muss ich nur kurz schauen. Ja, das geht noch speichertechnisch hier an der Kameraausrüstung, wie man eben die Hautschnitte durchführt. Die Hautschnitte, der oder diejenigen von Ihnen, die das vielleicht schon sich die Anleitung angeschaut haben, die werden bemerkt haben, dass da zwar Bilder drin sind, aber oh Schreck, oh Graus, da hat der Hannes wohl vergessen, da die Hautschnitte einzuzeichnen. Kann ich Ihnen verraten, hat er nicht. Das ist Sinn und Zweck auch dieser Videos. Ich falte hier nur noch ein bisschen die Runde, damit Sie sich das eben auch selber als Vorbereitung einzeichnen können sollen müssen. So, und jetzt glaube ich, sehe ich schon, dass ich wahrscheinlich mich hier so weitermache mit diesen Falten, mich dann später nicht mehr auskennen werde. Aber egal, sage ich jetzt mal. Das habe ich mir irgendwie nicht richtig ausgedruckt. Macht aber nichts. Werden wir da schon hinkommen. Irgendwie habe ich das leise Gefühl, dass da zu viel Blätter sind. Nein, das ist wirklich einfach die Beschreibung so lang. Okay, Sie verzeihen mir, dass ich da ein bisschen brauche. Aber so, letzte Seite dann hier und dann passt das. Okay, prinzipiell vielleicht erzähle ich Ihnen noch was generell über die Hautschnitte. Ich dann so und so mir her sortieren. Hautschnitte Unterextremität, das kommt dann her. Da ist Oberextremität. Prinzipiell eben, wie gesagt, ist es so, dass die Hautschnitte machen Sie mit dem Skalpell. Die werden im Regelfall dann auch die Tutorinnen und Tutoren Ihnen machen. Aber wenn Sie sich die Skalpellklinge anschauen, die hat einen Schliff. Dieser Schliff ist ungefähr 1 oder 2 Millimeter tief. Und Sie sollten nie im Leben, wenn Sie einen Hautschnitt setzen, das Skalpell tiefer wie diesen Schliff versenken, weil ansonsten besteht die Gefahr, insbesondere im Kopf und Nacken- und Halsbereich oder aber auch hier weiter vorne in Unterarm und Richtung Hand, dass Sie, wenn Sie hier mit dem Skalpell zu tief hineinschneiden, dass Sie dann da schon als erstes eben die sensiblen Hautäste von den Nerven oder auch die Venen durchschneiden. Okay, also achten Sie darauf, dass Sie die Hautschnitte nicht zu tief setzen, aber klarerweise müssen die dann auch ausreichend tief gesetzt werden, weil ansonsten können Sie ja gar nicht die Haut dann abreparieren. Ansonsten steht hier relativ genau beschrieben, wie diese Schnitte durchzuführen sind. Ich glaube, ich nehme hier jetzt dann die rote Farbe, um Ihnen das hier einzuzeichnen. Und zwar, hier steht ja von der Ohrmuschel ausgehend über den Jochbogen, bla bla bla, bis zur Orbita. Das heißt, Sie fangen hier an, Vorderrand, Ohr, und tasten Sie auch diese Dinge, die da stehen. Das steht nicht nur zum Spaß, sondern halten Sie sich wirklich dran, wenn da steht, über den Jochbogen bis etwa einen Fingerbreit lateral der Orbita, dann heißt das wirklich, Fingerbreit wäre ich ungefähr bis da. Das heißt, der erste Hautschnitt wird auch hier so gesetzt. Und dann wird der Schnitt weiter, und da lassen Sie genug Abstand zur Orbita, bis zum Margo infraorbitalis gesetzt. Das heißt, Sie tasten den dann klarerweise und machen den hier so größer, weil Sie eigentlich nichts anderes machen, wie das Auge umzuschneiden, muss ich sagen, auch wenn es hier im Text nicht steht, der obere Schnitt, ich greife hier mal vor, der geht dann so nach oben und dann hier, wo sich die beiden Schnitte treffen, werden die vervollständigt hier bis zur Nasenwurzel und dann hier wird der Schnitt an der Nase entlang bis zur Nasenspitze fortgeführt und hier in der Nasolabialfalte werden dann die Nasenlöchern ausgeschnitten und dann hier am Philtrum bis zur Mitte, in der Medianen bis zur Lippe, also Mitte zur Lippe, dann weiter fortgeführt.
Hier oben schaut das dann so aus, eben Jochbogen her, kreisrund umschneiden, also einmal unten, einmal oben und dann mit der Nase, Nase nach unten, Nasolabialfalte umschneiden und dann hier am Philtrum bis zur Lippe und dann geht es dann weiter hier gerade nach unten bis zum Kinn. Hier dann bitte knöchern tasten und diesen Schnitt dann hier am Unterkiefer an der Mandibula fortsetzen. Das heißt, ich kann hier dieses Blatt Papier, kann ich da mal wegtun. Jetzt, okay, geht es da weiter, aber egal. Wird hier nochmal dieser Schnitt hier wirklich knöchern, nicht dort, wo Sie glauben, wo der Knochen ist, sondern wirklich knöchern. Fortgeführt und hier Achtung, nicht hier am Ohr aufhören, sondern wirklich diesen Schnitt, das Ohr nach vorne klappen und diesen Schnitt hier wirklich bis hinter das Ohr fortführen, okay? Ich muss hier nochmal ein, also wirklich so, also nicht hier, nicht so irgendwie, sondern wirklich hinterm Ohr, bis hier da hinten Protuberantia occipitalis in dem Bereich sind und dann wird der Schnitt hier noch vervollständigt, damit Sie dann später, das werden Sie merken, auch die volle Ausdehnung vom Musculus sternocleidus mastoideus erst richtig präparieren können. Ich sehe, jetzt wird dann langsam hier der Speicher voll. Ja, das heißt, irgendeine Kamera wird dann ausfallen. Okay, aber hier merken wir uns wirklich das Wichtigste an diesem Schnitt. Im Hals- und Kopfbereich, dass sie hier weit genug eben nach Dorsal geht. Also wirklich machen Sie das, weil dann können Sie oder sonst können Sie eben nicht richtig gut hier den Musculus sternocleidus mastoideus und die anderen Strukturen darstellen. Dieser Hautschnitt muss da hinten sein, damit Sie dann den Hautlappen hier wirklich weit genug nach außen präparieren können. Ansonsten im Gesicht, der obere geht so in der Medianen weiter nach oben. Und dann hier am Kopf so weiter nach hinten. Da können Sie auch hier, wenn Sie wollen, muss man aber nicht hier auch dann einen Entlastungsschnitt zu beiden Seiten setzen. Am Hals selber gilt das Gleiche. Hier einfach den Hautschnitt gerade nach unten entlang der Clavicula bis zum Acromion fortführen. Das heißt, er wäre hier dann so in der Mitte. Clavicula tasten, Acromion und dann kommt hier eben dann auch der Hautlappen wird dann so weggeklappt und im Gesicht das Gleiche. Also wir präparieren immer von Medial nach Lateral. Okay, ich glaube, das passt dann für die Hautschnitte. Am Thorax wird es ein bisschen einfacher, nachdem ja oben gibt es ja schon den Hautschnitt hier an der Clavicula entlang bis zum Acromion. Da führen Sie einen Schnitt der Medianen streng am Sternum entlang und dann hier entlang des Rippenbogens führen Sie diesen Schnitt nach lateral fort, auch wirklich entlang des Rippenbogens, nicht 3 cm drüber, 5 cm drunter, sondern wirklich Rippenbogen tasten, entlang Rippenbogen. Dann kann es auch mal sein, dass die Entfernung hier zwischen Crista iliaca und Rippenbogen nur ganz wenig ist oder ganz viel, je nach Konstitution des Körperspenders oder der Körperspenderin. Und dann eben, wie schon vorgesagt oder vorgegriffen, der andere Hautschnitt kommt hier wirklich an der Crista iliaca entlang bis zur Symphysis pubica. Das ist wirklich hier an der Wurzel beim Mann vom Penis und bei der Frau Richtung Klitoris. Okay, das hört nicht hier oben irgendwo auf, sondern dieser Schnitt geht wirklich bis zur Symphysis pubica, Tuberculum pubicum und dasselbe dann hier auch in der Medianen einen geraden Schnitt, den Nabel umkreisen, den Nabel immer links umschneiden und dann nach unten und dann können Sie auch hier, wie gehabt, die beiden Hautlappen so abpräparieren und dann unterm Thorax detto, da wird auch der Hautlappen nach außen geklappt. Ich musste nur wieder schauen, wie weit wir mit meiner Speicherkarte sind. Wenn wir jetzt dann wechseln wir frisch zur oberen Extremität. Chaos. Da ist es eigentlich relativ einfach, nachdem diese Hautschnitte hier ja schon gesetzt wurden, führen Sie dann relativ einfach einen Schnitt, also vorher vielleicht ist es am einfachsten, umschneiden Sie hier
am Handgelenk einfach so zack, hier einen Schnitt, am Ellbogen wären auch immer eine Handbreit oben und unten, so zirkuläre Schnitte gemacht. Hier noch einmal vielleicht, wenn es besser sieht. Und dann machen sie eigentlich, sollten im Regelfall, je nach klarerweise Körperspender, wenn die da schön so liegen, und dann wird hier in der Mitte ein Schnitt gesetzt und entsprechend dann die Haut auch wieder nach außen präpariert. Hier am Oberarm sollten Sie dann aber noch einen zusätzlichen Schnitt machen, einen Entlastungsschnitt. Das heißt, Sie machen hier dann noch so einen ungefähr auf der Mitte des Oberarms, den Sie dann so her Richtung Achselfalte ziehen, weil dann, wenn Sie dann bei der Präparation fortgeschritten sind, dieser Lappen, den präparieren Sie dann so ab und der bleibt dann Richtung Achselhöhle dann einfach hängen. Ansonsten gehen die oberen hier, muss ich ein bisschen schöner einzeichnen, das geht hier Richtung Akromion dann weiter. Okay, das heißt, sie klappen dann immer diese Hautlappen nach außen. Die Haut an der Hand oder dann auch am Fuß, die sollten Sie am Anfang zumindest noch dran lassen. Da ist das eigentlich am zweckmäßigsten, einen Handschuh drüber zu stülpen, damit eben das nicht austrocknet und die Hautschnitte an der Hand und am Fuß, das sollte man erst später machen, oder, Entschuldigung, die Hautschnitte sind egal, aber die Haut sollte erst abrepariert werden, wenn man dann wirklich diese Region präpariert, sonst trocknet das in der Zwischenzeit dann wieder aus, okay? Also, und hier sonst immer streng von medial nach lateral oder von innen nach außen die Haut abreparieren, und dieser Lappen, der bleibt dann in der Achselhöhle hängen. Das heißt dann zum Schluss, das schaut dann ungefähr so aus, also Sie haben hier diesen Hautlappen vom Thorax, der da irgendwann so runterhängen wird, und dieses Eck da dann so auch. Dann haben Sie so einen Lappen, so, und der hängt dann wirklich hier nur im Zentrum von der Achselhöhle, hängt er eben, oder beziehungsweise bleibt er dann hier hängen in dem Bereich. Ansonsten kommt die Haut, wenn Sie sie vollständig präpariert haben, überall weg. Schnell dann noch zur unteren Extremität. Dort die Hautschnitte sind auch relativ einfach. Einen hatten wir schon entlang der Crista iliaca bzw. Ligamentum inguinale bis zur Symphysis pubica. Sie umschneiden hier dann das Genital, und das Genital wird umschnitten, nicht 10 cm Sicherheitsabstand. Das Genital wird umschnitten beim Männlein und beim Weiblein. Und dann wird hier ein Schnitt wirklich so weit medial wie möglich nach unten gezogen. Hier dann auch wieder kreisförmig an den Füßen und bei den Knie gleich wie beim Ellbogen. An der Oberextremität machen wir so zwei Entlastungsschnitte. Und dann wird auch hier wieder die Haut von außen nach innen präpariert. Es gibt einen Grund, warum dieser Schnitt hier so ganz, man könnte ihn auch theoretisch sicherlich auch hier in der Mitte des Oberschenkels verlaufen lassen. Mir gefällt es aber besser, wenn man den ganz innen macht, da man im Regelfall hier die subkutanen Venen und auch die subkutanen Nerven besser erhält. Theoretisch kann man schon auch hier, wenn es gar nicht geht, hier auch den Schnitt relativ in der Medianen führen und dann nach außen, also und dann die Haut hier dann so wehklappen. Ich persönlich finde es aber besser, wenn man da, auch wenn es sehr lästig ist am Anfang, wenn man hier anfängt und dann die Haut ganz nach außen klappt, das macht schon meistens etwas mehr Sinn. Okay, und dann hier eben wirklich hier an den Sprunggelenken hier einfach die Füße oder Sprunggelenk umschneiden, und auch hier wieder, gleich wie bei der Hand, werden dann eben wird die Haut erst entfernt, wenn man jetzt wirklich diese Region auch präpariert, sonst trocknet das Ganze eben aus. Und dann würde ich sagen, ich hoffe noch, die zweite Kamera zeichnet noch auf, ja, wahrscheinlich noch mit den letzten Megabytes, die noch hat, und wieder Butterbrotschnitt, und der Rest funktioniert, das zeige ich Ihnen dann in einem anderen Video. Und ansonsten werden wir uns spätestens am Montag sehen. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal.